Hey ho meine lieben Freunde, hier ist euer M3D bei Colard und es gibt endlich mal einen Fortschritt, meine lieben Freunde, ein Fortschritt. So, da vorne ist ein Zettel. Ihr seht's? Ja, ja. Gut, alles klar. Sag mir nicht, ich hab Scheiße gemacht, ich komme da nicht mehr dran. Oh Gott. Okay, meiner Meinung nach ploppt jetzt hier irgendwo ein Zettel auf. Ich schätze, dass wir hier sind, ich weiß es aber nicht. Könnte aber auch gut hier sein, ne? Gut, wir probieren's. Wird gespeichert. Heute sind wir ziemlich spät aufgebrochen. Ich glaube, dass alle in der Nacht etwas gehört haben, aber niemand traut sich, es vor den anderen zuzugeben. Ich bin eine Runde um die Zelte gegangen, aber ich konnte keine Spuren entdecken. Wir haben nicht sehr viel geredet, wir haben gerade einmal 2,5 Meilen geschafft. Wir hatten den Eindruck, dass sich irgendetwas an unserer Umgebung verändert hat. Kommt mir auch immer so vor. Mir war, als würden wir beobachtet und ich glaube, die anderen hätten ein ähnliches Gefühl. Denn sie haben erwähnt, dass der Jäger in dieselbe Richtung unterwegs war wie wir. Wir werden es nicht weiter schaffen. Ich glaube, wir werden hier bleiben. Habe ich sehr bescheiden gelesen, meine Freunde, gebe ich zu. Aber naja, gut. Wo sind wir? Ha! Ha! Kann mal einer sagen, ich bin mies. Gut, ich bin mies, aber ich bin nicht so mies. Hier sind wir! Yeah! Verdammter Mist, ey. Okay, hier sind wir gewesen. Jetzt bloß nicht runterfallen, das wäre... Okay, jetzt ist eh gespeichert. Auf jeden Fall, meine Freunde, haben jetzt hier noch einige Wege nicht abgeklappert, weil das ist ja hier komplett neu für uns und das gefällt mir sehr, sehr gut. Es ist halt jetzt nur die Frage, normalerweise ja, das müsste passen, weil wir sind hier lang gelaufen, hier ist die Brücke, wir haben es nicht dahin geschafft, wir sind außen rum gegangen und sind jetzt hier, das heißt, jetzt müssten wir hier eigentlich weiterlaufen können. Also laufen wir jetzt nur noch rechts lang, mehr machen wir eigentlich gar nicht, wenn es denn klappt. Müsste aber eigentlich klappen, oder? Boah, wir kommen dem Vulkan näher, Alter. Wie geil ist das denn? Okay, wie gesagt, das Dumme ist halt, ich weiß nicht, wo Zettel sind. Wir kommen dem scheiß Turm näher. Oh mein Gott, ja. Ja. Juhu. So. Wir könnten noch weiter rechts, aber ich glaube, es wäre klüger, wenn wir erstmal hier bleiben würden. Alter, was geht hier ab? Ich fühle mich gerade so richtig froh. Der helle Wahnsinn. Da ist jemand. Hallo? Er ist verschwunden. Schade, okay. Kann man da rein? Nein, kann man nicht. Zumindest noch nicht vielleicht. Oder nicht von hier? Ich habe keine Ahnung. Wir sind so scheiße nah an dem Turm. Ob der irgendwas zu sagen hat, ist halt die Frage schlechthin, ne? Jetzt nicht so überhastet laufen, weil am Ende verlaufen wir uns wieder und das wäre unschön. Wenn man das schon jetzt gerade weiß, wo man einigermaßen ist. Also meiner Meinung nach war das ja so, dass wir immer weiter hinten rechts laufen sollen. Wir sind jetzt gerade links abgebogen, weil das hier so schön aussah. So vielversprechend, aber es war leider gar nichts. Kann man hier irgendwo rumlaufen? Oh, guck mal hier. Gut. Ja, dann würde ich sagen, halten wir uns weiter rechts. Ja? Könnte gut werden, Freunde. Könnte sogar sehr gut werden. Ha, man kann hier rein. Ja. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Oh, Alter, ich dachte gerade, da steht jemand, ne? Gerade zu Tode erschreckt, ehrlich gesagt. Da ist eine Nachricht da hinten. Habt ihr das gesehen? Gut, jetzt müssen wir nur noch da hinkommen. Dürfte ja in dem Sinne nicht so schwer scheinen. Aber das sei mal so dahingestellt gerade. Auf jeden Fall stehen hier ein paar Leute. Ich wüsste gerne, was hier passiert ist, ey. Sieht nach einem Flugzeugabsturz aus oder irgendwas. Oh. Ob das so geil ist? Moment, meine Freunde. So, mal wieder den Sound auferleben lassen. Ne? So sollte es ja sein. Und wir werden jetzt echt gucken, was da drin ist. Alter, ich drehe durch. Ich bin gerade so... voller Spannung, voller Action, voller Freude, alles Mögliche. Vertrauliche Korrespondenz von Wissenschaftlern von Abteilung 22. Doktor, Name geheim. Ich habe Subjektnummer geheim getestet. Es zeigt keine übernatürlichen Fähigkeiten. Sie müssen einen Fehler gemacht haben. Mit freundlichen Grüßen, Doktor Geheim. Doktor Geheim. Ich stimme Ihnen zu. Die zweite Testreihe zeigte keinerlei Fähigkeiten. Betrachten wir das Experiment als erfolglos abgeschlossen. Das Subjekt ist zu entfernen. Wir bereiten den Transport nach Wladimir 30 vor. Bitte vernichten Sie alle Dokumente und die Korrespondenz. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Geheim. Okay, wo ist das jetzt gerade aufgeploppt? Moment.
Ha, da unten. Geil. Wollte aber auch eigentlich da hingehen. Ist egal jetzt. Können wir immer noch machen. Ich will da jetzt rein. Vielleicht findet mir hier den Schlüssel. Vergesst nicht, dass da noch irgendeine Tür war. Oh mein Gott, was ist das hier? Ich drehe durch. Ich sterbe gleich vor Spannung, meine Freunde. Bis zur nächsten Folge. Nein, war Spaß. Okay. Ach, ich dachte, das wäre eine Nachricht, ey. Oh Gott, ich hab Schiss. Kann man hier eine Tür aufmachen? Nein, ne? Oi. Das ist jetzt was ganz Neues, meine lieben Freunde. Willst du mich eigentlich verarschen, du Kackspiel? Jetzt mal ohne Witz. Also das ist jetzt gerade richtig bitter, ne? Das kann doch nicht sein, dass wir jetzt einfach nur sterben und fertig und die Sache hat sich erledigt. Das akzeptiere ich so gar nicht. So, wenn das so ist, dann mache ich einen stillen Protest, das schwöre ich. Ich passe jetzt auf meine Ausdauer auf und renne da jetzt volle Kanne rein, ey. Ist mir egal. Wir haben uns ja ziemlich lange umgeguckt. Es kann aber nicht sein, dass wir hier sterben, ohne Witz. Lauf, Junge, lauf, 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 lauf. Ich hasse dich, ich hasse dich. Ja. Oh Gott, erstmal wieder zu Augen kommen, ey. Zum klaren Verstand. Ich bin ein leeres Wrack. Nach seinem Ebenbild geschaffen, doch nicht gleich. Ein Diener, der seines Herrn gehorcht. Mein Körper ist eine Hülle und ich bin bereit, ihn aufzunehmen. Jetzt verstehe ich den Plan. Ich verstehe das Ausmaß der Zerstörung. Warum ist das so überkrellt, Alter? Der Schöpfer ruft mich und ich will seine Nahrung sein. Ich muss... Ich? Was? Ich summe seine Melodie. Ich betrachte die Welt durch seine Augen. Ich trinke das Blut seiner Feinde und koste die verwesenden Körper. Ich fühle, wie die Sünde in mir aufkeimt. Ich höre Schreie in meinem Kopf. Ich höre, wie sie mich rufen. Ich höre die Rufe derer, die durch ihn bereits ihre ewige Ruhestätte gefunden haben. Lass sie frei, mein Herr. Lass sie frei und nimm mich an ihre Stelle. Übe Rache in der Stunde meines Todes. Alter, ich kann es kaum lesen. Eine Herrschaft von Engeln taucht aus dem orange-roten Licht auf. Sie singen ihr Lied mit einer einzigartigen, kräftigen Stimme. Ich fühle ihre Nähe, ihre verzerrten Gesichter, ihre schwarzen Augen bohren sich in mein Gehirn, schätze ich jetzt einfach mal. Und irgendwas fördern, keine Ahnung. Ah, in mein Bewusstsein zu befördern. Die Arbeit muss zu Ende gebracht werden, seine Präsenz überwältigt mich. So schwach und... Oh. Irgendwas haben sie mir angetan. Welches Lied? Welches Leid? Es gibt da... Alter, das kann doch nicht sein, das ist diese Kacklampe oder was ist hier los? Stell mich mal in so eine dunkle Gegend hier gerade. Wo ist denn das Buch? Kann man das nicht irgendwie wieder öffnen? Buhu. Gibt's doch gar nicht, oder? Ach, man kann den Kompass einzeln rufen. Das ist ja geil. Warum weiß ich nichts von meinem Glück? Naja, gut. Hat ja nicht viel gebracht, ne? Aha. Sehr gut. So schwach und wehrlos. Was haben sie dir angetan? Welches Leid. Es gibt da einen Ort. Du warst dort genau wie ich. Ein riesiges Tor. Dahinter verbarg sich der Schöpfer, nur die wenigen, die ihn berühren, konnten es verstehen. Aber du konntest es, du verstandest uns. Und ich verstand es durch dich. Okay, sehr kranke Scheiße. Ja, ja. Es fehlt nur noch eins und es müsste hier oben sein. Warte mal, wo war das jetzt genau? 62,47. Ah, ist sogar 1 zu 1 getroffen, ne? Ist hier noch irgendwas zum Abstauben oder so? Wäre schon interessant gerade. Ist das auch eine Nachricht? Nee, okay. Sehr krasser Scheiß, meine lieben Freunde. Das habe ich nicht erwartet, muss ich zugeben. Irgendwie sehr cool gemacht, auf jeden Fall. Kann man schon sehr froh drüber sein. Das geht nicht auf, ne? Nein, hat mir schon getestet. Okay. Sehr gut. Uns fehlt nur noch eine einzige Sache, die wieder 2000 Folgen dauern kann, bis wir sie finden. Aber gut, besser spät als nie, ne? Hier kann man raus, oder? Ja. Trotzdem wüsste ich gerne mal, wo noch der andere Weg lang ist, weil man kann ja noch komplett rechts laufen. Boah, Alter, der Vulkan ist gleich da vorne. Das muss doch irgendwas auch mit dem Vulkan auf sich haben, oder? Wie sieht es hier mit aus? Hier kommt man wieder dieser komischen Radioantenne sehr nah. Ist schon sehr mysteriös auf jeden Fall. Kriegt mir das hier was in der Nähe zu sein? Nein, okay. War jetzt nur ein Spaziergang im Kreis. Natürlich, was denn auch sonst?
So, wir gucken jetzt mal hier rechts lang. Irgendwas muss doch hier noch sein. Da, da geht es wieder da hinten lang. Und wir laufen jetzt einfach mal hier entlang. Wir müssen uns jetzt eigentlich so gesehen nur links halten, weil wir sind ja wie gesagt hier. Wenn wir uns ganz links halten, müssten wir normalerweise hier hinkommen. Aber das ist halt wie immer auch nur ein Schätzwert, ne? Weil ich wollte mich ganz rechts halten und bin am Ende links lang gelaufen. Das war natürlich auch sehr interessant, weil das irgendwie gar keinen Sinn ergibt, aber... Das Spiel ist halt so. Ich würde echt gerne mal zum Vulkan hin, ne? Aber schaffen wir vielleicht auch irgendwann. Und wie gesagt, wir brauchen eigentlich auch einen Schlüssel. Ist halt die Frage, ob man den finden kann oder ob der überhaupt wichtig ist oder ob man den doch nicht finden kann. Aber ich glaube, wenn man den nicht finden könnte, dann dürfte er eigentlich gar nicht erwähnt werden, oder? So von irgendeiner gewissen Logik her gesehen. So. Nur noch gucken, wo man hier links lang laufen kann, komplett. Hier sieht es ja auch schon wieder sehr gut aus irgendwo. Es fühlt sich so an, als ob man dem Vulkan näher kommen würde, aber das kann auch reine Einbildung sein. Und hier unten ist die Brücke, alles klar. Boah, geh hoch, Junge. Sehr gut. Hätte auch nach hinten losgehen können. Haha. Sehr geil, das ist mal wieder was Neues, ne? Okay, 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 okay. So, wir sind ja hier lang gelaufen. Das heißt, wie gesagt, wir müssten uns immer jetzt links halten. Nee, macht gar keinen Sinn. Wir müssten hier rechts lang. Genau, 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 genau. Das wäre jetzt theoretisch gesehen die andere Seite, die man langläuft. Oh, ich laufe wieder so arschlangsam, ey. Ist ja furchtbar. Schon besser. So, könnte hier irgendwas sein, ohne die Orientierung zu verlieren? Nein, okay. Gut, hier ist wieder so ein umgerissener Baumstamm. Den hat man ja auch schon tausendmal gesehen. Aber hier führt kein Weg dran vorbei. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, hier unten lang. Ne? Ah ja, okay. Kommen wir jetzt hier wieder raus. Ist aber jetzt auch die Frage an sich, ob das richtig wäre oder ob man erstmal nach oben gucken sollte. Aber normalerweise brauchen wir nur noch ein Ding finden. Ne? Und das wäre ganz oben irgendwo. Sehr cool irgendwie. Wie gesagt, hier ist die Brücke. Ja, wir laufen da jetzt einfach mal runter. Das ist jetzt auch egal irgendwo. Den wichtigen Punkt haben wir ja gefunden. Dann ist ja alles okay. Na also, wie viele Aufnahmen habe ich gemacht? 5. Also es ist jetzt hier gerade die 5. Und einige Orte gefunden. Ist ja, also das heißt einige. Schon okay auf jeden Fall. Kann man so lassen. Gibt es hier noch irgendwas? Nein, ne? Okay. Oh, sehr interessanter Weg hier auf jeden Fall. Nicht sterben bitte. Wäre nämlich traurig. Auf jeden Fall. Und jetzt kann man hier in eine Höhle reingehen, oder? Ja, okay. Ja, wie gesagt, von hier aus habe ich jetzt mal wieder gar keine Ahnung, wo wir sind oder was wir überhaupt machen sollten. Oder was der richtige Weg ist, was der falsche Weg ist. Ich weiß nur eins, wir müssen wieder nach oben. Und das entscheiden wir über einen Teleporter einfach, also über so ein Zeltlager. Weil alles andere ist ja Schwachsinn. Wenn man jetzt versuchen würde, die ganze Strecke zu laufen. Aber okay. Find erstmal ein Zelt gerade, ne? Da hört der Spaß schon auf hier. Wo muss ich lang? Lang. Ich habe keine Ahnung. Boah, das Verschwimmen ist auch so übel. Ja, die Gegend kommt auch mal wieder bekannt vor, aber das kennt man ja bei mir. Irgendwie kenne ich ja alle Gegenden. Ja. Schwierig. Schade, dass man nicht einfach auf so ein Zelt klicken kann und einfach porten kann. Das wäre cool. Wäre zwar natürlich wieder unrealistisch, klar, aber ich meine, da müsste man den ganzen Port ja ausschalten. Dann dürfte man das ja gar nicht eigentlich. So. Alter, was sind das? Wisst ihr aber, was ich komisch finde? Ich habe gerade keine Ahnung, ob man da hier vielleicht noch ein Zeltlager hätte finden können. Wir haben wie viel gefunden? 3 Stück, glaube ich, ne? 2, 3. Also wir haben auf jeden Fall 3 aktiviert. Müsste ich echt mal herausfinden, wie viele es maximal gibt. Weil es gibt ja auch einen Erfolg, wenn man alle gefunden hat. Aber das sei mal so dahingestellt, meine lieben Freunde. Naja,
Ich werde die Aufnahme jetzt eh beenden und das heißt, ich mache auch das Spiel aus. Und somit werde ich irgendwo an einem Lagerfeuer ankommen oder so, glaube ich. Müsste man einfach mal betrachten, meine lieben Freunde. Aber gut. Aber gut, aber gut, aber gut. Weil hier habe ich momentan gar keinen Plan, wenn ich ehrlich bin. Noch weniger als sonst, muss ich dazu sagen. Oh, warte mal, was ist das? Oha, oha. Aha, hier sind wir noch lang gelaufen, ne? Ja. Gut, ist jetzt gerade keine schöne Stelle zum Pause machen, muss ich zugeben. Aber naja, ist halt jetzt erstmal so, meine lieben Freunde. Ich würde einfach mal sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss.